Wenn die S-Bahn den Bahnhof verlässt und in die schwarze Nacht hinausfährt, wird es manch einem Fahrgast etwas klamm. Vor allem in schlecht besetzten Zügen zu später Stunde und in den Randgebieten. Da sind viele Passagiere froh, dass wenigstens eine Person im Zug nach dem Rechten schaut. Zugbegleiter. Also ich finde es scheiße, wenn es weggeht. Weil, ich fahre jetzt alleine. Wenn jetzt so ein Typ kommt und etwas mir antut, bin ich froh, wenn ich da einen kann rufen. Ist mir eigentlich egal. Also ich als Frau würde sie lieber noch etwas länger haben. Also ich bin mir sicher, wenn die Zugbegleitung da ist. Also ich fahre sehr wenig Zug. Aber ich finde es schon gut, wenn ein Begleiter da ist. Also Zugsbegleiter finde ich nicht schlecht. Für was findest du? Es ist eine Beruhigung, dass es einfach noch jemand rum ist. Also jemand, der zirkuliert, oder? Für viele Fahrgäste mag das, was die Zugassistenten tun, nach nicht viel mehr als nach Zirkulieren aussehen. Für zahlreiche andere wird die S-Bahn aber demnächst unbenutzbar. Alte und gebrechliche Reisende, zumal mit schwerem Gepäck, sind in Zukunft, wenn die Zugbegleiter in ihren blauen Jacken einmal den blauen Brief erhalten haben, auf die Hilfe eines guten Geistes angewiesen. Fraglich, ob der dann auf dem richtigen Bahnsteig bereitsteht. Alleinreisende Frauen auf unbedienten Bahnhöfen und in leeren Zügen werden noch vermehrt darauf hoffen müssen, dass zufälligerweise gerade eine Patrouille der Funkwache ihre Runde macht. Deren Stiefel sehen zwar martialisch aus, doch sie selber sind im Gegensatz zu den Zugassistenten nur sporadisch anzutreffen. Ihre Kompetenzen sind begrenzt. Wissen Sie, wie lange Sie noch arbeiten können? Nein, das heisst jetzt Mitte nächstes Jahr bis Mitte 96 können wir bleiben. Aber wenn genau, dass wir Kündigung bekommen, wissen wir auch nicht. Sind Sie denn überflüssig auf dem Zug? Es sieht so aus. Meine persönliche Meinung, meine Rat ist, man braucht uns. Es geht nur vielleicht finanzielle Lücken, deswegen will man uns abschaffen. Aber wenn man die Verhältnisse im Zug schaut, fruchtbar. Ich habe das Gefühl, man braucht ziemlich oft uns. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es wird geraucht, die Füße sind oben, es sind vielleicht kleiner, es hat besoffene, die auf die Passagiere losgehen, es hat Leute, die nicht gut ein- und aussteigen können, sonst Sehbehinderte, andere Fälle, und da ist einfach eine Zugbegleitung, braucht man einfach. Was sagen Sie denn jetzt zum Entscheid von der Generaldirektion, Sie abzuschaffen? Ich finde, es ist einfach den falschen Ort gespart. Für andere Sachen, für neue Loks und so weiter, hat man viel Geld, viele Millionen. Und für das bisschen Personal hat man einfach kein Geld. Was sich in den Zürcher S-Bahn-Zügen jetzt schon abspielt, wenn es einmal Nacht geworden ist, zeigt sich am besten bei den sporadischen Stichkontrollen durch Zugführer und Kondukteure in Zivil. Am letzten Samstagabend beispielsweise. Im ersten Zug 60 Passagiere, davon 6 Schwarzfahrer. Im zweiten 80 Passagiere, 8 Schwarzfahrer. Im dritten 50 Passagiere, 2 Schwarzfahrer, 8 Irrfahrten. Ohne Zugbegleiter wird die Zahl der Leute, die im falschen Zug sitzen, mit Sicherheit noch zunehmen. Und der Vandalismus und der Dreck in den Zügen wohl auch. Dies befürchtet auch das voll ausgebildete Personal. Wir sind absolut dagegen, weil mit dieser Massnahme wird der kondukteurlose Betrieb auf der Zürcher S-Bahn und auch in der Region forciert. Und das bedeutet, dass unsere Kundschaft in den Randregionen und in den Randstunden alleine gelassen werden. Und es ist zu befürchten, dass diese oder jene wieder umsteigen werden auf den Individualverkehr und so der SBB weitere Kundschaft verloren geht. Samstag, kurz vor Mitternacht im Zürcher Hauptbahnhof. Mit einer Razzia-ähnlich angelegten Großkontrolle wird wenigstens den Schwarzfahrern für einmal der Tarif erklärt. Wer kein Billett hat, kommt nicht mehr in die Züge Richtung Oberland. In den wartenden Zügen drinnen wird nachkontrolliert. Die Züge starten mit Verspätung, bei der Abfahrt kommt es zu tumultartigen Szenen. Personalabbau bei den SBB. Und in der S-Bahn dreht sich so jeder, was er will. Ja, also das ist jetzt Mario Arne.